Moin Leute, was geht bei euch? Tommy Lee Smith zusammen mit Katja May am Start und wir machen weiter mit Grim Fandango. Moin Leute. So, wir sind in der Widerstandsgruppe. Genau. So, dann quatschen wir mal mit Salvador. Okay, ich bin dabei. Okay, ich bin dabei. Was muss ich tun? Ich werde eine Untergrundbewegung aufbauen, um das Unrecht in El Maro zu bekämpfen. Je weiter sich das Zentralkomitee verlorener Seelen ausbreitet, desto wichtiger wird die Kommunikation werden. Wir brauchen Boten, denen wir vertrauen können. Jo. Du willst, dass ich euer Bote werde? Nein, Manuel. Wir sind wenige und unsere Agenten zu wertvoll, um solch gefährliche Tätigkeit zu verrichten. Die Vergangenheit lehrt uns, dass nur ein Bote einer Sache wie unserer dienen kann. Brieftauben. Wenn ich dir ein paar Tauben vom Dach hole, darf ich dann gehen? Nein, ich muss sie von Geburt an ausbilden, Agent Calavera. Du musst mir ihre Eier bringen. Bin weg. Lebe wohl, Agent Calavera, und viva la Revolution! Die Auswahl, du hältst mich hier fest, bis ich dir Eier bringe, wäre aber auch witzig. Nee, weil du Eier willst, oder irgendwie so, Schlachteier verstanden. Ich mag's ja. Ja. Ach, da vorne ist übrigens die Garage von Glottis, ne? Ja. Sieht so aus. Ganz ohne Füße klettert er da hoch. Respekt, da brauchst du Muckis. Und er hat nicht mal mehr Muskeln. Der ist so ein Skelett. Ich wollte gerade sagen Haut und Knochen, aber er hat ja nicht mal Haut. So, wir müssen in Dominos Büro. Domis Büro ist leer. Oh, jetzt ist es offen. Wir haben hier überall Tauben. Jop. So, wir müssen in seinen Schreibtisch. Oder an seinen Computer. Wer erstmal Computer. Ich versuche mal sein Passwort zu erraten. Nein, Goldjunge war es nicht. Ich versuche mal sein Passwort zu erraten. Und Mr. D. auch nicht. Mal gespannt, es ist ein Schloss dran. Unglaublich. Er traut mir nicht. Was zum... Sieht wie ein leuchtendes Korallenstück aus. Er hat die einzige rot gefärbte Rohrpost-Ding. Ja, die sind ja nach Farben sortiert, wohin es geht. Ja, stimmt. Ich will noch mal probieren. Tja, so viel zu Domi. Arroganter Schnösel funktioniert auch nicht. Erstaunlich. Gut, können wir jetzt Passwort. Den Schnaps da mitnehmen? Okay. Ja, offensichtlich nur weiter trinken. Ja, mal gucken. 10-mal saufen, bis was geht. Oder? Das wäre witzig. So, da oben sieht man was. Oh, da hat sich bewegt. Oh, weiter bewegt. Ah, da ist was gefallen. Oh, da stimmt die Grafik nicht so ganz. Ja, also man erkennt natürlich schon, was man einsammeln kann. Uah, den hat der Domino im Mund. Oh, ist das ein scheiß Mundschutz. Eklig. Ja, der Kiefer funktioniert ja noch. Nur Saba ist dann wahrscheinlich nicht dran. Aber eklig ist es trotzdem. Ja, ich meine, es hat ein Toter im Mund, wenn du so willst. So, beim Boss sind die Fenster zu. Ja, der ist vermutlich aber auch dann drin. Die Vorhänge sind zu. Dam und Don sind wohl noch drin. Die Vorhänge sind... Oh, irgendwie habe ich erwartet, dass du da durchgucken kannst, weil dann Spalt ist. Auch. Kann ich hier durchgucken? Das ist ganz... Abgeschlossen. So, wir haben jetzt ja einen Fanghaken. Ach, das ist ein Korallstück. Ja, ich schätze mal, die Koralle musst du benutzen. Es ist nur für Münder gedacht. Es ist nur für Münder. Es ist nur für Münder gedacht. Die Karolle hat ja hier... Es ist nur für Münder gedacht. Ecken. Ich muss euch jetzt das Ding da hinten an die Leiter werfen.
Was mit, der Koralle, denke ich mal, weil die hat ja Ecken, mit denen das quasi drum haken könnte. Wenn Domino der das ist gerade echt scheiße. Nee, das sind die Vögel. Ja. Aber ein Dauerflattern quasi. Yes. Ja, okay, das hat er gut gebraucht. Jo. Hört auf, ihr blöden Vögel, das Geflatter näher. Ja. Bildwechsel bitte. Gott sei Dank. Dankeschön. Und weiter hoch. Ach so, ich muss tatsächlich wie bei Final Fantasy jetzt hier Leiter hochklettern drücken. Hä? Da hinten sind schon mal Tauben. Das klingt gut. Und da ist auch ein Nest in dem Rohr. Ach, die, genau. Das war jetzt das mit der Katze, ne? Würde Sinn ergeben, wenn Katze, Tauben... Greif mich an! Da war sie doch. Ein quietschiges kleines Gummikätzchen. Ich glaube, hier muss was präsentiert werden. Würde es in ergeben, näher rankommst. Vielleicht erschreckt sie das hier. Vielleicht. Und wenn du sie dann vielleicht mit dem Brot anlockst? Ach genau, das Brot muss auch noch. Ich habe ja nicht umsonst so viel. So ein ganzes Baguette reingekrümelt. Ah. Naja. Genau, schwirrt ab, ihr kleinen Mistfinken! Warum es dann unbedingt eine Katze sein musste? Ihr müsst mit mir kommen, meine Kleinen. Ist natürlich denn auch ich sehr, bin der Sensenmann. Knochentauben Eier legen. Hallo? Mann, die Tauben werden vielleicht einen Hals bekommen. Mann, die Tauben. Kannst du nur eins mitnehmen? Ja, ich dachte auch gerade, nur zwei Eier ist das. Freunde, es sind doch Geschwister. Wie wollen die denn dann weiter Eier legen, die gesund sind? Weißt du ja nicht. Ich meine, es waren ja sehr viele Tauben. Vielleicht teilen sie sich ja ein Nest. Das stimmt auch wieder. So. Aber bestimmt die beiden Eier, die immer zusammenliegen, sind vermutlich Geschwister. So, dann können wir Eier an Salvador geben. Und was machen wir sonst noch? Kannst du zu Clatis? Weil wir gerade schon bei der Garage sind. Und was machen wir da? Keine Ahnung. Der hat ja unser Auto fertig. Ich gehe mal erstmal zu Salvador. Agent Calavera und zwei Gäste. Ich habe die Eier ja Gott sei Dank noch in der Hand. Jo. Ordnung. Macker. Ich gehe jetzt da lang. Seht euch diese Schätzchen an. Exzellent, Manuel. Damit kann ich eine ganze Armee geflügelter Boten züchten. Dank dir wird sich die Botschaft der Revolution von den Schwingen der Gerechtigkeit getragen im ganzen Land verbreiten. Agent Calavera. Ich würde mich auch gerne im Land verbreiten. Das geht nicht. Wir brauchen deinen Biss, um Zugriff auf den Computer zu bekommen. Es tut mir leid. Aber Freiheit hat ihren Preis. Meint er das wörtlich mit dem Biss? Der dann braucht dann... Also, immer mal. Du bist also nicht wirklich Sekretärin. Ich bin eine Spionin, Manny. Na, diese Zeitarbeitsvermittlung benutzen wir bestimmt nicht mehr. Irgendwelche Nachrichten für mich? Irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, mach mit oder stirb. Aber ich bin doch schon. Nochmal. Eva, hilf mir zu fliehen.
Die Brain ist fertig und ersprießen mich. Du kannst nicht gehen, Manny. Wenn wir herausfinden wollen, was da vor sich geht, benötigen wir Zugriff auf das Computernetz der DOD. Und Zugang bekommen wir nur über einen Verkäufer wie dich. Der Computer überprüft den Benutzer, wenn er sich einloggt. Und wie macht er das? Über meine Fingerabdrücke? Ich hab keine. Deine Zähne, Manny. Hast du noch nie bemerkt, dass dein Gebiss gescannt wird, wenn du dich einloggst? Ich hab das für statische Entladungen gehalten. Wir brauchen deine Zähne, Manny. Wir können dich nicht gehen lassen. Tut mir leid. Bin weg. Kämpfe den gerechten Kampf, Schätzchen. Ich find's geil, weil wenn du jetzt Cosmo und Wanda geguckt hast, die fast alle Stimmen sind von dort. Der Boss ist der Dad von ihm, der ist der Dad von Timmy Turner. Yeah. Timmy Turner, also der heißt ihn glaube ich nur Timmy Turner. Der hat ja keinen Namen. Die haben beide keinen Namen. Mom und Dad. Ja, Timmy Turner. Und sie ist Wanda und der Don ist Jean-Claude Van Ramme. Was ist das? Dominos Mundstück. Kannst du davon einen Zahnabdruck herstellen? Nein, das Plastik ist so hart, dass keine Bissspur zu sehen ist. Na ja, dann müssen wir eben selber eine Bissspur machen. Hä? Na, wie wenn du beim Zahnarzt wärst. Ja, dann müssen wir jetzt hier so ein wieder ins Schaumlager, oder was? Nee, Schaum würde, glaube ich, zu sehr quellen. Hey, als wir hier eingesperrt waren, diese Spachtelmasse oder was das war. Ja, warum waren wir eingesperrt? Bei Glottis? Ja, ich glaube schon. Von der Hüttegröße her würde ich ja, behaupten. Ja, stimmt, wir sind ja auch nur 2 Meter gelaufen. Ja. Stimmt, das ist Glottis Hütte gewesen, du hast vollkommen recht. Dann gehen wir mal rein. Ja, hier kann man wenigstens gut laufen. Spuren von dem Auto. Ich finde, das ist übrigens ein Style, der heute gar nicht mehr gemacht wird, aber zu PS1-Zeiten halt Standard war, dass der Hintergrund entweder gezeichnet wurde und dann einfach eingescannt und ins Spiel direkt übertragen. Aha. Das fand ich damals wie heute richtig cool. Hey, was haben die mit Glottis gemacht? Oh mein Gott, die war gerade schon im Hintergrund Klaviermusik zu hören. Schönes Lied. Füllodent. Gut für die Zähne, prima für Prothesen. Das reinbeißen? Nee, das gebe ich jetzt so, oder? Nein, du hast gesagt, dass du brauchst deine Zähne, weil er ja ein Verkäufer ist. Weil sonst könnte sie auch einfach ihr eigenes Gebiss scannen. Wow, das hat einen perfekten Abdruck meiner Zähne ergeben und einen ziemlich ekligen Nachgeschmack hinterlassen. Kann ich mir vorstellen. Der hat gar keinen Geschmackssinn. Aber mir gefällt diese ganze Story. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, da ist Skelette, die arbeiten in der Firma und... Naja, es ist ja eine Firma, die Seelen einsammelt. Ja, schon, aber es hat so ist ziemlich gut, ja. Weird, ja. Wer hat sich das ausgedacht? Und dieses ganzen... Ja, die Bediensteten sind dann Dämonen oder... Elementargeister. Ich find also die Story generell ist auch richtig gut. Agent Calavera hier. Ich muss aber gerade richtig, also ich kotze halt wirklich wegen dieser ollen Steuerung ab. Du kommst dafür aber erstaunlich gut voran, muss ich sagen. Ja, wenn du mit dem Digipad läufst. So, wir nehmen schon mal das Ding in der Hand, kannst du direkt haben. Jo. Oder eins der 10.000 Brote. Ja, warum kann ich so viele mitnehmen? Keine Ahnung. Wer weiß. Manny, das ist ja ein perfekter Abdruck deiner Zähne. Mit dieser Form können wir ein falsches Gebiss gießen, das uns Zugang zum Computer verschafft. Gute Arbeit, Soldat. Du bist ein Freund der Revolution, Agent Calavera. Und jetzt werde ich dir helfen. Wenn du die verlorene Seele finden willst, mein Freund, musst du nach Rubakawa. Woher weißt du, wo sie ist? Ich weiß es nicht, aber jeder, der in die 9. Unterwelt will, muss vorher das Meer der Tränen überqueren. Und dazu muss er sich in Rubakawa eine Schiffspassage besorgen. Wenn du vor ihr rankommst, wirst du sie bestimmt finden, auch wenn es etwas dauert. Ich warte, solange ich muss. Manuel, bist du verliebt? Liebe? Liebe ist für die Lebenden, Cell. Ich will sie nur aus einem Grund.
Sie ist meine Fahrkarte in die Ewigkeit. Das war vielleicht ein Tunnel. Der hat mich bis zum Rand des versteinerten Waldes gebracht. Okay, da hinten ist die City, dann denke ich mal, wir müssen in die andere Richtung, also da so. Oh, oh, Gladys, mein Freund, warum weinst du denn? Manny, oh Manny, sie haben mich gefeuert. Oh. Mich auch, Kumpel. Aber du verstehst das nicht, Manny. Ich wurde nur für diesen Job geschaffen. Es ist das Einzige, das mich glücklich macht. Es ist, als hätte man meine Brust gepackt und mein Herz herausgerissen und es dann in den Wald geworfen. Er hat gerade sein Herz Gladys, was hast du getan? Oh, Gladys. Oh Mann. Ew. Wer hat gesagt, dass das Spinnen sind? Hallo, die haben Flügel. Das macht's noch schlimmer. Und Glottis pennt. Ohne Herz. Ganz logisch, dann schläft man nur. Er ist zu fest verankert. Was müssen wir denn jetzt machen? Wahrscheinlich sein Herz wiederholen, wa? Oh nein. Oh. Yum, yum, yum. Fledermausspinnen. Im Netz dieser Spinnen hängt Glottis Herz. Wir kriegen das raus. Das hängt ganz schön fest. Kannst du da die Knochen zum Spannen oder sowas? Ich schätze, einer als Reserve kann nicht schaden. Essen ist fertig. Sie scheinen sich nicht sehr für diesen Knochen zu interessieren. Da hängt schon ein Knochen drin. Da hängt schon ein Knochen drin. Kannst du jetzt den Knochen anfassen und drehen oder sowas? Das hängt ganz schön fest. Das war jetzt meine nächste Idee, aber ich glaube, die brauchst du tatsächlich nur einmal im ganzen Spiel. Ehrlich? Das ist ja schon vorbei. Nee, offensichtlich braucht man sie nochmal. Oh, arme Spinnen. Haben kein Dämonenherz mehr zum Naschen. So, dann müssen wir Glottis. Unser Auto stand auf jeden Fall noch da. Das war schon mal gut. Genau. Ja, komm. Manny, gib Kit. Also, manche Kamerafahrten hier drin sind echt dabei. Ich glaube, die waren schon nicht wirklich geil, als du normale Steuerung hast, wenn ich mich recht erinnere. Es schlägt noch. Quatsch. Oh, Herz. Herz ist gut. Sei gut zu Herz. Reiß Herz nicht raus. Herz ist gut. Starkes, gutes Herz. Hey, ist das mein Wagen? Hey, ist das mein Wagen? Mr. Lamont, ich versichere Ihnen, dass wir die Frau finden. Ich persönlich werde mich darum kümmern. Genauso wie Sie sie persönlich aus dem Land der Lebenden geholt haben? Ich hatte es ja vor, aber Calavera ist mir irgendwie zuvor gekommen. Wir haben Ihnen den schnellsten Wagen gegeben, Domino. Die besten Kunden. Sie hatten alle Vorteile. Wie zum Geier konnte dieser Calavera Ihnen diesen Happen wegschnappen? Oh, aber Hector, sei nicht so hart, Domino. Es war nicht seine Schuld. Halt auf, dass du dem hast Knochengerüst recht, sein Hemd es nicht besteht kein passt. Grund, hart zu Domino zu sein. Siehst du, es springt unten auf, als ob er einfach nur fett nicht wäre. Leiter der Operation. Zumindest nicht bis jetzt. Hector, nein!
Er ist aber ein schlechter Schütze. Dreimal geschossen, zwei getroffen. Er stand direkt vor ihm. Hatte ich Tulpen erwartet. Nun, vielleicht bei Mr. Calavera. Hm, Domino, geh doch bitte mal persönlich runter und hol ihn, ja? Je eher er ersprossen ist, desto eher können wir uns wieder unseren Geschäften widmen. Lust auf eine Spritztour? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Jawohl. So, wir müssen. Oh! Sorry. Das Schild kaputt fahren. Hier war. Tunnel? Oder sieht das so aus? Das sieht so aus. Gelegter Straßenkreuzer, kein Geländewagen. Wir haben nicht genug Bodenfreiheit für so eine Straße. Oh Gott. Nee. Yo. Ach, war das da? Nee, das war. Ichole, Mano. Was sind denn das für diabolische Weihnachtsbäume, Clottis? Oh, Clottis? Manny, sieh dir mal diese Schubkarre an. Mit zwei ordentlichen Breitreifen hinten und einem Zweitakter Rasenmähermotor gebe das Ding hier ein klasse Go-Kart ab. Hm. So, wir mussten irgendwie machen, dass die ähnlich ausballern, ne? Also ich würde versuchen, die auf den Seiten jeweils gleich laufen zu lassen. Also links gleich und rechts gleich. Also das ist das... Okay, das ist schon mal gut, oder? Nee, ich glaube nicht. Das sieht noch seltsamer aus. Kannst du dich nur über die Schienen schieben oder kannst du an den komischen Rädern auch noch was machen? Der erste muss noch. Weil siehst du, ich habe jetzt drei tatsächlich gleichmäßig. Aber ich würde nicht alle vier gleichmäßig laufen lassen. Wieso? Das Ding muss doch überdrehen, oder nicht? Ja, aber wenn alles gleichmäßig läuft, es ist ja eigentlich gleiche Geschwindigkeit, oder nicht? Dann müssen wir doch drehen. Okay, der wackelt auch noch. Ich fahr noch zwei, drei Mal nach oben drüber. Ich glaube, das geht der oberste wieder nicht. Ja, klar, was? Bei diesem Rätsel habe ich letztes Mal schon mal gesehen. Geht mal hier ran und guck da durch. Oh, Vorsicht, Manny! Solange der Stabilisator ausgeschaltet ist, könnten die Pumpen den Baum in Stücke schütteln. Oh, obwohl... Oh! Wenn wir den Baum umreißen könnten, würden sich die Pumpen lösen und ich könnte hochliegende Stoßdämpfer für die Knochenschleuder daraus bauen. Moment. Ich werde mit diesen Gewichten eine Unwucht in das Rad bringen. Das schüttelt sie bestimmt runter. Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Da
Das sollte reichen. So, und jetzt? Offensichtlich wieder anschalten. Reicht immer noch nicht. Wenn ich sie vielleicht ein bisschen verschiebe? So, verschieben. Und jetzt ist unser Part. Genau. So, du sagst vor oder zurück. Ich bin jetzt vor dem links unteren. Fahr mal vor. Weiter vor. Also, kannst du ein Stück nur zurück? Gleichzeitig, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass also nicht eine Umbucht erzeugen. Jetzt habe ich drei halt gleichmäßig geschaltet. Das erscheint mir aber auch nicht richtig. Also die rechten Pumpe, sind, also die rechten beiden sind jetzt gar gleich. Ja, das. Dann müssen wir jetzt nur die linken so machen. Oh, das sieht gut aus. Jawollo. Schwein gehabt, nur einmal kurz drüber geklatscht. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Und jetzt schalten wir wieder an, ne? Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Ja, jetzt können wir anschalten. Während er noch dranhängt. Ah, Benny! Was machst du da? Es gibt tatsächlich ein übles Gegengewicht. Stoßdämpfer. Benny, bisher sind wir wie Ratten über den Boden gekrochen. Aber jetzt werden wir fliegen wie Adler, ja! Wie Adler auf Pogo-Stöcken! Adler auf Pogo-Stöcken! Da bin ich aber froh. Und ich dachte schon, unser Auto sei nicht protzig genug. Steig ein, oder leidest du unter Höhenangst? Gut, jetzt können wir... Über die Steine. Irgendwie habe ich erwartet, dass wir das auch noch selber machen müssten, so eine kleine Art Minispiel. Manny, was machst du da? Weißt du denn nicht, was auf der anderen Seite des Tors ist? Klar, der Weg, der aus dem Wald hinausführt. Dämonenbiber, Manny. Die werden aus deinen Knochen einen Damm bauen. Entspann dich, Geppetto. Ich bin nicht aus Holz. Aber Manny, die verwenden doch kein Holz. Geppetto? Nee, Dämonenbiber bauen offensichtlich aus Knochen. Ei! Müssen wir uns vielleicht noch mal aus dem Spinnennetz ein paar Knochen holen? Was ist denn das sogar noch ein? Oh, das ist natürlich auch nicht keine schlechte Idee. Die Biber löschen. Yeah, und jetzt weiterlaufen. Da hinten ist noch eine, der brennt. Die kommt bestimmt gleich wieder. Jetzt brennen sie wieder. Die kommen bestimmt gleich von hinten. Achtung! Das war knapp. Das ist mit Tanksteuerung auch gar nicht schlechter. Kannst du gleich, wenn du die ausgelöscht hast, nicht rüber sprinten? Hallo? Ja, wenn er... was soll ich machen, außer die Taste drücken? Einmal Korb. Seh zu jetzt. Das war eigentlich der erste Flair.
Ich bin mir sicher, dass die Straße bestimmt aus dem Wald herausführt. Aber zu Fuß komme ich nicht weit. Abgesehen davon, ich kann Glottis doch nicht einfach hier lassen. Ich bin mir sicher, dass die... Ich verstehe es auch nicht. Ich wollte rüber zu dem Typen laufen. Anscheinend war das falsch. Weil die sich zünden sich ja wieder an. Aber anscheinend ist das ja falsch. Weil da hinten, wo die Biber hinrennen, ist natürlich nicht der Weg, den man geht. Ja? Willst du was für dein Geld, oder? Kannst du den vielleicht mit dem Knochen ablenken, dass du den irgendwie hinschmeißt und sie die Hunde hinterherjagen, weil sie den Knochen wollen? Ja, aber wohin soll ich den werfen? Keine Ahnung, irgendwo hin. Was weiß ich, der an seine Bündel löschen, damit sie sich nicht gegenseitig wieder anzünden können. Ich dachte eigentlich schon da, wo ich gerade vorstehe, aber... Ja, ich weiß genau, dass ich dieses Rätsel scheiße fand. Und jetzt weiß ich auch wieder warum. Rennt um euer Leben, ihr hasenzahnigen Feuerbälle! Also jetzt zünden sie sich halt wieder an und ich krieg halt nicht... Diese Ungeheuer haben einen Damm aus Menschenknochen gebaut. Oben drauf. Da ist unten direkt am Anfang der Brücke. Und hier so. Oh, da war mit dem Kannst du vielleicht von mir wegschmeißen? Weil wir jetzt. Ich werf den lieber weg. Ich schlepp schon genug davon herum. Also ich würde es von da oben an der Brücke versuchen. Weil da die meisten hier direkt sind. Ja, was soll ich tun? Ja, den Knochen schmeißen. Da hat gerade eben ist ja einer hinterhergesprungen. Ich bewahre gern. Ich bewahre. Also jetzt kann ich mich bewegen. Also er wirft den zwar in Wasser. Ist der tot? Oh, jetzt brauchst du wahrscheinlich einen neuen Knochen, muss denn dann wieder... Nee, dasselbe hatten wir gerade auch schon. Jetzt ist da einfach ein neuer oben. Ja, ja, aber vorhin ist er nicht gestorben, der Biber, der reingeht. Der ist einfach nur abgetaucht. Stimmt, jetzt ist ja, das müssen wir tatsächlich dreimal machen, oder soll er denn? Ich werde euch das Licht ausblasen. Ja, okay. Muss ich sagen, finde ich ein bisschen echt, also maximal ja, sperrig. Es hätte gereicht mit einem Knochen, du leuchtest vor allen Dingen, ich werde jetzt alle das, muss dann nebenbei jetzt das, jetzt den Feuerlöscher ausrüsten. Yep. Und der Brücke. Und noch einer tot. Ja, ich dachte wirklich, jetzt, eiert der nächste hierher, anstatt dass ich mir von dem blöden Haufen hier neben uns, weißt du, von dem da den Knochen nehme. Nein, ich muss. Ja, wobei, wie gesagt, ich habe auch eher erwartet, dass quasi alle Biber gleichzeitig den Knochen hinterherjagen. So, einmal alle löschen, weißt du?
sodass sie sich nicht mehr gegenseitig anzünden können. Mein Name ist Manny Calavera und ich bin für... Ja. Den Shit noch ein drittes Mal machen. Wenn nicht sogar ein viertes Mal, weil da hinten läuft ja eigentlich noch einer rum, ne? Annehmen, die sich wieder anzünden, wenn alles drei geht. Vielleicht hat. Ja, aber ein Rätsel viermal machen ist halt auch irgendwie. Viermal machen ist auch so. Ja, also ich bin wieder hoch. Du hast das Rätsel als Lösung, aber du musst es mehrfach machen. Nee, scheint frei zu sein. Kam jetzt ja auch ich bin mir daher. Sicher, dass die Straße bestimmt aus dem Wald herausführt. Aber zu Fuß komme ich nicht weit. Abgesehen davon, ich kann Glottis doch nicht einfach hier lassen. Ja, dann immer zu Glottis und ihm Bescheid sagen, dass da keine Biber mehr sind. Wehe, das holt jetzt die Biber wieder. Hallo, rede mit Glottis. Alter! Ey, ich stehe vor diesem riesen Moped. Sprich es jetzt an. Ja. Los jetzt. Okay. Die blutrünstigen Bestien des beängstigenden Baches blubbern am Boden, blasen. Dann gib mal Gas. Was, Glott? Manny, schau dir dieses üble Tor an. Da komme ich nicht durch. Wir brauchen den Schlüssel. Ich hole. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Der gibt's bestimmt nicht hier. Da hängt ein dickes Vorhängeschloss am Tor. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Klar. Ja, wo finde ich denn jetzt den Schlüssel davon? Ich meine bei diesem komischen Bild, wo die fast Tunnel oder die immer aussahen wie Tunnel. Der wird ja mit Sicherheit nicht ohne Grund da sein. Ich habe da irgendwie im Kopf, dass da Tunnel wären. Da war doch irgendwas, oder nicht? Muss man die vielleicht erst aufmachen? Ich habe schon mehrere Dialöcke probiert und jetzt urplötzlich wieder in die Sicherung gekommen. Vielleicht geht das erst, wenn man einen bestimmten Punkt überschritten hat, so ein typisches Hey, jetzt hast du es freigeschaltet. So, und nach Point-and-Click-Adventure-Logik bräuchten wir jetzt einen Wegweiser. Ja, schon klar. So, den kann ich halt nachdenken. Kannst du den umfahren und dann mitnehmen? Schmackes, also nicht nur einfach so ach, dagegen. Den hab ich nicht weiß. Manny hat auch vorhin gesagt, der kann da nicht mitnehmen. Ja, aber der sagt, ja, und jetzt ist Glottis gegen gefahren, jetzt kann ich nicht. Ach so, weil er jetzt. Ja. Nicht mehr fest ist. Ja. Nicht gerade jetzt. Nicht gerade jetzt. Muss man wahrscheinlich mittendrin aufstellen und dann muss er irgendwie auf den richtigen Ding zeigen oder so. Ich finde toll, dass Glottis einfach nach wie vor Spaß hat, obwohl er nicht mal mehr fährt. Okay, gut, dass man überhaupt nicht sieht, wo ich jetzt reinfahren muss. Also ich glaube, er zeigt nach unten in den mittleren Gang, aber das
sah jetzt nur so aus, von dem, wie sie es gedreht hat. Nochmal neu setzen? Dass man nochmal gucken kann? Oder es einfach umfahren? Ich bin gerade echt genervt. Nehmen wir das mal wie jetzt das hat er sich wieder hingestellt. Vorsicht! Hä? Was du Gottes? Okay, nochmal hingestellt. Da, wo du jetzt guckst. Genau da rein, ne? Ja. Oder muss ich den irgendwo Spezielles vorstellen? Oder musst du den mehrfach hinstellen? Konntest du den eigentlich noch irgendwie ausrichten? Nee, muss ich jetzt durch das Loch fahren, ihn umfahren, wieder hinstellen und so weiter, oder? Okay, du bist jetzt gerade aus einem anderen Loch gekommen. Wo guckt der denn jetzt hin? Die Frage ist, musst du ihn wirklich jedes Mal umfahren oder kannst du dich einfach so umstellen? Weil er richtet sich ja von alleine wieder aus. Also das macht echt gerade wenig. Steig ja wieder ins Auto rein. Du stehst vielleicht zu nah dran, dass er wieder aufploppt. Ich weiß genau, warum ich das ewig vor mir hergeschoben habe, das Spiel nochmal zu spielen. Ja, ist gut. Dabei ist das Spiel an sich ja eigentlich nicht schlecht. Es ist einfach gerade nur nervig, genau wegen Sonderrätsel. Muss ich in den Wegweiser zum mal umfahren und dann? Wie gesagt, kannst du ihn vielleicht irgendwie drehen? Oder dich drehen, bevor du ihn einsetzt? Er macht jedes Mal dasselbe. Wenn du ihn nur ein bisschen drehst, quasi in die Richtung, wo er jetzt steht. Immer noch dasselbe Gehirn. Ich meine, wir haben ja schon probiert, das muss ja irgendwie damit gehen, aber das Loch durchfahren funktioniert nicht. Das zeigt doch woanders hin. Was mich irritiert, er hat ja auch drei Pfeile. Ich fahre jetzt durch das Loch. Ja, Lotte, kannst du bitte in dieses Loch einfach reinfahren?
überhaupt fahren oder kannst du da eigentlich auch bloß laufen? Ja. Ich glaub halt das Rätsel nicht. Ich glaub's halt einfach nicht. Ich weiß nicht, muss ich jetzt vor jedes Loch einmal diesen blöden Wegweiser stellen? Also, was mir jetzt halt aufgefallen ist, er zeigt jetzt wieder in Richtung zu dem, wo es vorhin stand. So, machen wir erstmal hier Schluss, wa? Ja, super geil. Stell jetzt mal. Stell das jetzt vor das Loch, wo ich rausgekommen bin. Er zeigt einfach immer in die Mitte. Mehr macht er nicht. Nee, bin ich mir nicht sicher. Ich hab ihn ganz. Stell ihn mal leicht aus der Mitte nach unten, wo er zuerst hingezeigt hat. Wenn man ihn verwendet wie eine Windschutzmütze. Aus dem Weg! Jetzt zum Beispiel? Jetzt etwas in die Richtung. Schräg nach rechts unten. Aus dem Weg! Jetzt stellen. Weiter nach links. Natürlich gerne, wenn das funktioniert, ohne dass man jedes Mal stellen und aufnehmen muss. Stopp. Das war, glaube ich, zu weit von dem, wie er vor 3 Stück gestanden hat. Ja. Ein Stück zurück. Ja, hier. Lotteria! Ist ja nicht so, als hätte ich das Ding schon mit dem ersten Hit fast da drauf gemacht. Nee, du warst schon wesentlich mittiger. Aber der, wo du es weiter nach unten gestellt hast, da war das, was weiß ich, vielleicht wirklich nur so ein Feld entfernt. Ich rede vom allerersten Aufstellen. Das nee, das hast du voll mittig gehauen. Ich hab nicht erwartet, dass du runterfahren kannst. Nein, Schlüssel! Manny, das Schild macht mir Angst. Merkt man total, dass er Angst hat. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Oh, ich dachte jetzt aber auch, du musst das Ding mit der Klinge runterholen. Hey, Leute. Sie reißen dir die Knochen aus und bauen einen Thron daraus. Ihr Höllenfürst sitzt dann bei Festen auf deinen kläglich Überresten. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Hölle, Reisender. Sieh dich vor. Da will ich eben nämlich noch drüber fahren, bevor wir hier die Folge beenden. Ich kann mir doch keinen alten, gruseligen Schlüssel entgehen lassen. Ja, neue Idee, setz dich dann doch direkt in dein Auto hoch und lass mich da nicht noch hingucken. Ich glaube, du sitzt noch nicht im Auto. Ich sehe halt nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Irgendwo hinter Klottis. Da, jetzt steigst du wohl ein. Echt. So, Glottis. Du musst ihn steuern. So,
sehr gedämpft aus. Okay, die blutrünstigen Bestien des Beängstigten. Dann gib mal Manny, wir brauchen... Ich hole. Ja. Ihr habt den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ja, sowas finde ich manchmal blöd, wenn man das Ding dann schon im Inventar hat und es offensichtlich ist. Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Nee, ist doch schon doof. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, über andere Leute zu fahren. Sie spüren nichts mehr. Sie sind tot. Du bist auch tot. Aber trotzdem würde ich dich nicht überfahren wollen. Ja, Glottis, weil du und ich Freunde sind. Oh, Manny. Hallo! Miss Colomar! Wir sind hier, um Sie zu retten! Hey, hört mit dem Krach auf! Die ganze Stadt schläft schon! Aber ich will heizen! Wenn die erstmal meine Abgase schlucken, dann sind wir das Stadtgespräch! Wir sind am du hast recht, wir brauchen einen Ort, an dem wir das Ungetüm verstecken können. Wo wir gerade von Verstecken reden. Ob Matche schon hier ist? Ich sehe mal, was ich rausfinden kann. Übrigens kein schlechtes Grundstück. Könnte man was daraus machen. Was geht ab, Leute? Ich glaube, wir haben nicht mehr lange, aber die Folge ist auf jeden Fall zu Ende. Ja. Dann lassen wir es hier dabei. Ich glaube, hier bauen wir dann am Ende doch das Lokal raus, oder was? Ja, irgendwie ja. So war das, glaube ja, ich. Dauert nicht mehr lange. Dann sind wir in Jahr 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abo wäre auch ganz cool. Wir beide sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.